So, meine lieben Freunde des Dioramas. Ich zeig das nochmal besser. Jetzt aber nur mal ganz kurz. Die Seiten habe ich gemacht. So wie eben hier diese Struktur vorne habe ich ja, glaube ich, gefilmt. Das kommt aber alles noch in eine Lack-Version. Diese Ecke habe ich auch noch gemacht. Und wie gesagt, auch diese Seite hier. Weil das eben zu viele Punkte drin hatte, wobei ich da schon wieder auch schon wieder welche sehe. Aber gut, wollen wir mal nicht übertreiben. Ich gehe da jetzt auf jeden Fall nicht nochmal ran. Weil ich habe mir jetzt hier kleiner Tipp. Was heißt Tipp? Einen Süppchen angerührt. Und zwar Leim. Ja, also so, dass es einfach nur flüssig ist oder sagen wir mal tropft. Tropft wie Milch. Es ist praktisch Bastelleim. Ich sehe gerade, irgendwie ist die Schärfe schon wieder hier, kommt nicht klar. Ja, können wir mal hier ablegen. Warum nicht? Das muss eh eingemummt werden jetzt. Weil mein Plan ist jetzt, so wie ich es auch gesehen habe bei vielen, die hauen hier auf jeden Fall erstmal nochmal Leim rüber, bevor sie das endgültig lackieren. Und dann dachte ich mir, warum nicht auch so machen? Ja. Vor allen Dingen, es sind Leute, die schon sehr viel Erfahrung haben mit Dioramabau. Also das, was ich mir angeguckt habe auf jeden Fall. Und ja, da kann man nur von lernen, das versuchen nachzumachen. Beziehungsweise die Grundlagen sind das ja eigentlich. Die sollte man schon wissen. Das ist mir aber auch neu, weil so bin ich nie an die Sachen rangegangen. Wenn ich was mache, habe ich das immer nach meinem Stil gemacht. Aber, oh, Kamera. Ja, ich glaube, ich brauche mal einen Kameramann demnächst. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, man kann aber immer dazulernen. Das ist das Ding. Und ja, das war's eigentlich schon. Guck mal. So sieht es aus. Das sieht doch schon irgendwie geiler aus als normal, ne? Bleibt aber nicht so. Das trocknet ja alles weg. Ich mache jetzt noch kurz die Seiten und dann, ja, geht's weiter. So, nur so. Ich habe jetzt einfach, weil ich das nicht wegschmeißen wollte, den Rest, habe jetzt einfach hier auch noch mal ein bisschen, ja, bisschen Kleber überall rübergebracht. Damit es auch wirklich super fest ist. Und es ist ja vorher schon fest gewesen. Also jetzt ist es wirklich denn mega fest. Yeah. Let's go to the beach. Beach, 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 beach. Ah, ein Hai! So, schaut mal, meine lieben Freunde. Das ist jetzt einfach nur der, ja, Bastelleim verdünnt mit Wasser. Und der hat tatsächlich so eine glänzende Schicht. Optik meine ich natürlich. Sieht schon geil aus, ne? Also es, eigentlich reicht es teilweise so, aber ich will das nochmal mit Klarlack machen. Ganz klar. Warum ist jetzt das Licht angegangen? Ja, komisches Handy. Ihr seht, das sieht aus wie frisch, also wie nass. Ist es aber nicht. Es ist einfach nur die erste Schicht Klarlack. Und eine würde ich auf jeden Fall noch drauf bringen, drauf klatschen. Ja, und dann sind wir am Meer angekommen, am Strand. Am Strand de Mallorca.